Hier hast du den Räuber gefangen? Wirklich düster und unheimlich. Mhm, kannst du laut sagen. Naja. Barbara, pass auf! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von DC Super Hero Girls. Hier auf Katze. Wir fahren jetzt mit dem Bus, denn es geht für uns spannend weiter. Los geht's! Meine Lieben, wenn euch diese Videoserie gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Das würde mich riesig freuen und so verpasst ihr auch keine spannenden Folgen mehr hier von diesem Videoprojekt. So, und schon sind wir da. Das ging aber schnell. Hm? Oh, hey, Diana. Barbara, so ein Zufall. Wo willst du denn hin? Ich suche einen richtigen Leckerbissen. Ich brauche ein Exklusivfoto. Willst du mitkommen, Diana? Einen Leckerbissen? Wie Eiscreme? Nein, Diana. Ich brauche ein Hammerfoto, das eine fette Schlagzeile gibt. Die Gasse von gestern Abend. Vielleicht läuft mir da noch ein gefährlicher Krimineller über den Weg. Gefährlich? Dann lasse ich dich nicht alleine gehen. Ich komme mit. Danke. Besorgen wir das Foto zusammen. Stimmt, das war die gefährliche Gasse aus der letzten Folge. Oben rechts auf dem Bildschirm siehst du das Radar. Das verrät dir, wo in deiner Umgebung etwas los ist. Lass dich vom Radar zu deinem Ziel führen. Wenn du R drückst, kannst du deine Karte vergrößern. Sehr hilfreich, wenn du dich mal verlaufen hast. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Wir befinden uns gerade an der Stadtmitte. Und hier scheint die Straße leer zu sein. Ich kann sie also locker überqueren. Und hier gab es ja in der letzten Folge richtig Action in der Nacht. Hier hast du den Räuber gefangen? Wirklich düster und unheimlich. Huh? Barbara, pass auf! Hä, was ist denn los? Mary, eine böse Puppe. Wow, ey, out! Bäh, Igitt, diese Mülltonne riecht streng. Oh, wow, wow. Diana, jetzt ist die Gelegenheit für ein Exklusivfoto. Kannst du mir mit deinem Smartphone ein paar Bilder machen, wie Batgirl so richtig schön profimäßig kämpft? Haha, ein Moment. Die Kamera, welcher Knopf war das noch gleich? Jetzt geht's also los. Batgirl, löst den Fall! Haha! Ich hoffe, Diana kriegt das hin mit dem Foto. Besiege die seltsamen Puppen. Ja, die sind wirklich seltsam. Drücke A, um eine Rolle auszuführen. Eine ungemein wichtige Technik, um gegnerischen Attacken auszuweichen. Okay, ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Ich kann auf jeden Fall hier anvisieren, das ist praktisch. Für die Kämpfe gegen einen Gegner. Und dann geht's auch schon ordentlich zur Sache. Tja, schon besiegt. Das ging ja ruckzuck. Oh, da sind noch mehr Puppen. Okay, Moment. Ich hole mir jetzt noch diese Kristalle hier. Hey, hat er mich doch glatt erwischt, oder? Na warte, hör auf mit dem Müll zu werfen. Sowas gibt's ja nicht, komische böse Puppe. Moment, jetzt volle Kraft voraus. Zack, 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 zack. Und geschafft. Haha. Noch mehr Puppen? Das hört ja gar nicht mehr auf. Wenn du im allerletzten Moment ausweichst, kannst du in Zeitlupe einen Gegenangriff ausführen. Drücke während der Zeitlupe Y, um einen mächtigen Angriff zu starten. Cool, das ist mal eine neue Fähigkeit, die ich unbedingt ausprobieren muss. Oh ja, habt ihr das gesehen? Smash, Wurms, auf die Bretter geschickt. Und da oben ist noch ein Herz. Damit fülle ich ein bisschen meine Energie wieder auf. Und da ist aber noch eine böse Puppe. Gut, schnappen wir sie uns. Ausgewichen und Smash! Geschafft! Haha, Finish! Die Puppen hatten gar keine Chance gegen mich. Ich habe alle besiegt und kriege alles gut geschrieben an Punkten. Batgirl rettet die Stadt. Okay, das Foto war jetzt nicht sonderlich gut von Batgirl, aber hey, immerhin. Ein netter Schnappschuss. Und sogar alles hier erledigt. Ja, Mensch. Coole Sache.
Tut mir leid. Ich habe das mit dem Smartphone nicht hinbekommen. Ah, stimmt ja. Ich habe ganz vergessen, dass Technikkram nicht so dein Ding ist. Aber ist schon okay. Irgendwo wird schon noch eine andere Schlagzeile zu finden sein. Diana, sieh mal. Diese Puppe scheint sich noch zu bewegen. Was für eine gruselige Puppe. Denkst du, die gehört einem Schurken? Ein Foto von dieser unheimlichen Puppe sollte doch eine gute Story ergeben. Komm, Diana. Ich zeig dir mal, wie man Fotos mit dem Smartphone macht. Und zack. Diese Puppe sieht äußerst verdächtig aus. Wir sollten ein Foto davon machen. Oh, jetzt bin ich im Fotomodus. So, dann probieren wir mal das Beste aus der Situation. So, die bewegt sich noch so komisch. Kann jemand die Batterien rausnehmen? So, bist du mit diesem Foto zufrieden? Ja, das passt. Wenn du irgendwas Interessantes vor dir hast, drücke Y und mache so deine Kamera bereit. Wenn du durch den Sucher guckst, wird vielleicht sogar etwas Unerwartetes passieren. Geschafft! Also gut, dann schicke ich dieses Bild mal an Luis. Vielleicht ist sie beschäftigt. Sie antwortet nicht. Keine Eile, wir müssen nur Geduld haben. Ah, ich sollte das auf Superstar posten. Hey, das war dieses Social Media Dings, von dem sie gesprochen hat, oder? Auf Superstar kannst du deine eigenen Bilder posten, sodass jeder sie sehen kann. Klingt gut. Vielleicht poste ich etwas, wenn mir ein gutes Bild gelingt. Möchtest du dieses Foto auf Superstar posten? Ja, können wir mal machen. Wenn dir ein toller Schnappschuss gelungen ist, sollst du ihn auf Superstar posten. Verwende X, um ein Foto als Favoriten zu markieren und somit zu sperren. Okay, ja, habe ich jetzt mal gepostet. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Man muss ja nicht jedes Foto, das man macht, sofort online stellen. Also nehmt euch da kein Beispiel an Barbara. Da wir jetzt einen Leckerbissen gefunden haben, sollten wir uns jetzt vielleicht einen richtigen gönnen. Du meinst Eiscreme, oder? Moment, Barbara. Deine Klamotten stinken. Ja, weil diese Puppe eine Mülltonne nach mir geworfen hat. Ich denke, du solltest erstmal einkaufen gehen, bevor wir uns Eis holen. Einkaufen gehen? Warum? Also, nur weil meine Klamotten schmutzig und dreckig sind, muss ich doch nicht einkaufen gehen. Neue Modeboutique, okay. Ich kann doch stattdessen nach Hause gehen und einfach meine Klamotten wechseln. Na, ist auch egal. Im Laden scheint es jetzt neue Kleidung zu geben. Geh doch mal dorthin, wo du das Shop-Symbol siehst. Also auch hier wieder, meine lieben Zuschauer, meine lieben Katzenfreunde. Denkt daran, wenn die Klamotten dreckig sind, ab damit in die Wäsche, vor allem wenn sie stinken, und einfach neue Klamotten anziehen. Man muss definitiv nicht ständig neue Klamotten kaufen. So, hallo! Hi, kann ich helfen? Ja, ich möchte shoppen. Fashion Store. Deine Jacke stinkt nach Müll. Wähle die zweite Option von oben. Oberkörper. Okay. Batman Hoodie in lila. Such dir ein Stück aus, das dir gefällt. Drücke A, um mit deinen Münzen Kleidung zu kaufen. Drücke Y, um etwas anzuprobieren. Gut, dann mache ich das mal. Was kann ich hier? Ah ja. Okay, blau, lila. Ja, und so ein Trainingsanzug. Ich finde schwarz am schönsten, am passendsten zu meiner Figur. Deswegen kaufe ich mir jetzt diesen Hoodie. Habe ich den jetzt automatisch schon angezogen? Ich glaube schon, oder? Naja. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es jederzeit anziehen. Drücke Plus und wähle Umziehen und dann Teenie Kleidung. Gut. Ich bin bereit für Eiscreme. Also dann, dieses Mal. Oh, Göttin Hera. Warum jetzt? Tut mir leid. Ich muss beim Fechtturnier für einen verletzten Teilnehmer einspringen. Aber bis heute Abend bin ich fertig. Können wir dann Eis essen gehen? Kein Problem. Bis später. Tschüss, Diana. Nanu,
Wer ist denn das da drüben? Hä, das ist doch dieser LexCorp-Heini, oder? Lex Luthor. Naja, fragen wir ihn einfach mal. Und nicht vergessen, bevor man die Straße überquert, zweimal nach links und zweimal nach rechts schauen, um sicher zu sein, dass gerade kein Auto kommt. So, halli, hallo, ihr drei. Alles gut bei euch? Ich quatsch die mal an. Barbara, perfektes Timing. Das ist Mr. Lex Luthor. Als Chef von LexCorp ist er für das Hobbs Bay-Projekt verantwortlich. Ich bin Lex Luthor. Das junge Oberhaupt der mächtigen Firma LexCorp. Bist du die Schülerin, die so interessiert an dem Projekt meiner Firma ist? Schülerinnen wie du sind der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts. Es würde mich freuen, wenn du teilnimmst. Oh, und das ist Lena, Mr. Luthers jüngere Schwester. Hi, ich bin Lena Luthor. Ich bin Lex' kleine Schwester. Bin ein bisschen verzogen. Entschuldigt bitte, sie ist sehr schüchtern. Wo wir von Hobbs Bay sprechen, der Zwischenfall mit den durchgedrehten Demobots war schrecklich. Ja, da stimme ich dir zu. Es scheint, der Täter hat die Demobots aus der Ferne gehackt. Wir haben Gegenmaßnahmen ergriffen und ich kann versichern, dass die Teilnahme am Projekt sicher ist. Yeah, klasse! Ach ja, ich habe das Bild gesehen, das du mir geschickt hast. Das ist nicht ganz das, was ich für meine Zeitung brauche. Ich brauche was mit etwas mehr Knalleffekt. Ich stelle jetzt in Hobbs Bay ein paar Nachforschungen an. Warum gehst du nicht auch dorthin? Ich muss los, oder ich verpasse den Bus. Bis später! Nachforschungen? Das klingt so cool! Warte, ich komme mit! Oh nein, jetzt ist der Bus weggefahren. Na toll. Folge Louis zur Bushaltestelle Richtung Hobbs Bay, okay. Na gut, und hier? Oh ja, hier wurde kommentiert unter meinem Bild, das ich auf Superstar gepostet habe. Ist das nicht einfach so ein Ding mit Batterie? Schreibt Kara hier. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, dann mal weiter. Oh, ich laufe ganz falsch. Rechts oben sehen wir auf der Karte, wo ich hin muss. Der rot leuchtende Punkt, hier. Ich habe noch etwas Zeit, bis der nächste Bus kommt. Hey, da ist Kara. Was sie wohl hier macht? Hey Kara, was machst du denn hier? Alles okay? Hallo? Kara, wie läuft die Suche nach den neuen Kopfhörern? Furchtbar. Sie sind überall ausverkauft. Oh, das tut mir leid. Hey, Toyman, gib uns Spielzeug. Gern. Nehmt so viel ihr wollt. Oha, was ist denn mit dem los? Irgendwas ist an dem verdächtig. Ich denke, er will den Kids einfach nur eine Freude machen, Kara. Wie du meinst. Tja, ich gehe dann mal weiter zum nächsten Laden. Wie steht's mit dir, Babs? Ich fahre nach Hobbs Bay, aber ich habe noch etwas Zeit bis zum nächsten Bus. Oh, ja? Wie? Was ist denn mit der alten Dame los? Na, wenn du etwas Zeit hast, hier scheinen Leute deine Hilfe gebrauchen zu können. Ich werde mir jedenfalls ein paar neue Kopfhörer anschauen. Tschüss, Kara. Alles klar. Und ich werde eine Heldin sein, bis der Bus kommt. Okay. Manche Leute in der Stadt brauchen deine Hilfe. Du solltest ihnen gegenüber ein offenes Ohr haben. Immerhin bist du eine Heldin. Ja, das stimmt wohl. Dann schaue ich doch gleich mal nach, was die ältere Dame da braucht. Guten Tag. Oh weh, so kann ich doch nicht mal Bus fahren. Eine streunende Katze hat sich mein Portemonnaie geschnappt und ist damit weggelaufen.
Wo kann sie nur hin sein? Vielleicht könnte man ihr miauen hören. Aber ich bin leider etwas schwerhörig. Du wirst für mich nach ihr suchen? Ich danke dir, mein Kind. Hör dir an, was die Leute bedrückt und löse ihre Probleme. Das ist schließlich die Aufgabe einer Heldin. Aktive Missionen erscheinen im Plus-Menü unter Missionen. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann sieh dort nach. Okidoki, dann suchen wir mal ein kleines Kätzchen. Nimm der Katze das Portemonnaie wieder ab. Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, wo dieses Kätzchen sein soll. Also auf dem ersten Blick sehe ich hier nichts. Das auch nichts. Also wirklich, keine Spur. Aber ein paar Tauben gibt es hier. Und husch. Hey, da vorne ist ein Kätzchen. Hey, bist du das Kätzchen, das das Portemonnaie geklaut hat? Und wenn ja, wie nehme ich dir das denn jetzt ab? Vielleicht... Oh, hey! Wo ist denn das Kätzchen jetzt hin? Möchtest du dieses Foto auf Superstar posten? Ich poste einfach mal ein Katzenbild. Katzenbilder kommen ja generell gut an. Okay. Und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Also das Kätzchen ist zwar hier, aber ich kann irgendwie kein Portemonnaie erkennen. Geschweige denn, kann ich diesem Kätzchen eins abnehmen. Ach ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt etwas überfragt. Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist es ja nicht das richtige Kätzchen. Aber wo könnte denn sonst was sein? Ich meine, bei dem Kätzchen sehe ich jetzt nichts und hier wird auch nichts geschrieben. Auf Superstar. Egal welche Taste ich drücke, das Kätzchen scheint wohl nichts zu haben. Ich schaue erstmal weiter. Oh ja, hier ist Toyman. Was lernen wir von Toyman? Ihr solltet niemals irgendetwas von Fremden annehmen. Niemals. Das gleiche gilt auch im Internet. Niemals fremde Leute Daten zuschicken, private Adressen oder fremde Leute treffen. Leute aus dem Internet treffen. Niemals. Also merkt euch das. Das gilt vor allem für die jüngeren Zuschauer hier auf meinem Kanal. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wer sind Sie denn? Hallo. Das ist mein LKW. Geh nicht zu nah ran, sonst verkratzt du noch den Lack. Nein, das würde ich niemals tun. Und komm bloß nicht auf die Idee, die Plan als Trampolin zu missbrauchen. Auch als gewöhnlicher Teenie kannst du mit Hilfe von B springen. Ja, das ist mir durchaus aufgefallen, aber komme ich da hoch? Nee, irgendwie nicht. Na gut, vielleicht brauche ich noch irgendetwas anderes, um da hochzukommen. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. So, und hier... Ja, hier haben wir wieder dieses Kätzchen, aber ich muss sagen, weit und breit finde ich ja nur dieses Kätzchen. Aber es zu fotografieren bringt ja auch nichts. Hallo, hast du ein Portemonnaie? Sieht zumindest nicht danach aus. Jetzt habe ich mal ein neues Bild gepostet. Tja, ich schau mal weiter. Hier bei Toyman ist auch nichts. Und hier? Ich habe noch Zeit, bis der nächste Bus kommt. Da kann ich inzwischen ein paar Leuten helfen. Stimmt, die Oma wartet darauf. So ein Schlamassel. Eine streunende Katze hat mein Portemonnaie stibitzt. So kann ich nicht Bus fahren. Wo kann diese Katze nur hin sein? Was sagen Sie? Bilde ich mir das nur ein? Oder hört man vom Dach dieses Hauses ab und zu eine Katze miauen? Hey, das könnte der Hinweis sein. Womöglich ist wirklich oben auf dem Dach die Katze. Die Frage ist nur, wie komme ich da nach oben? Gibt es vielleicht eine Tür, die ich nutzen kann, um durchs Haus zu laufen und oben rauszukommen? Ich bin mir sicher, dass oben eine Katze ist, die das Portemonnaie der alten Dame hat. Oder aber ich muss doch irgendwie dieses Fahrzeug nutzen, aber es hat ja vorher nicht geklappt, oder? Ah, die Sprungtaste länger gedrückt halten, so komme ich... höher, also so kann ich an höher gelegene Orte springen. Und da ist das Kätzchen mit einem Ausrufezeichen. Ja, du hast das Portemonnaie, oder? Ein Portemonnaie, das jemand verloren hat. Ja, perfekt, das ist für die alte Dame. Und zack, geschafft. Da bin ich auch schon mit ihrem Portemonnaie. Oh, du hast ja mein Portemonnaie aus dem Schlund dieses ungezogenen Tiers gerettet. Du hast mich gerettet.
Ich bekomme sogar noch meinen Bus. Vielen, vielen Dank. Belohnung erhalten. 100 Goldtaler und 30 grüne Sterne. Im Gegenzug für deine Hilfe erhältst du manchmal Geschenke. Es könnten auch neue Kleidungsstücke oder Bauprojekte freigeschaltet werden. Bald kommt der Bus nach Hobbs Bay. Na dann, sollten wir uns gleich mal auf den Weg machen, oder? Auf nach Hobbs Bay. Der Metropolis-Bus holt mich ab. Ah ja, stimmt. Das war diese Stadt, die mittlerweile extrem verwüstet ist. Immer noch alles voller Trümmer. Ich frage mich, wo Louis steckt. Hilfe! Die Demobots drehen durch! Hilfe, schnell! Da ist Louis! Barbara, hier ist es gefährlich! Außer Kontrolle geratene Demobots greifen die Besucher an! Ich wollte ein Exklusivfoto, aber die Demobots scheinen andere Pläne zu haben. Du solltest auch sehen, dass du hier wegkommst. Oh Mann. Barbara? Ist sie schon weg? Ja, ich muss mich ja schnell verkleiden. Als Batgirl. Außer Kontrolle geratene Demobots. Genau wie letztes Mal. Und zack, wieder zurück. Haha. Aber Batgirl hat die Lage im Griff. Los geht's. Besiege die Demobots. Get ready. Und zack. Boah, die haben noch gar keine Chance gegen mich, oder? Ich kenne mittlerweile die Kombos, die ich nutzen kann, um die ganzen Roboter zu besänftigen. Oh oh. Hier scheint, gibt es noch weitere Roboter. Der Rocketbot. Der sieht sehr, sehr stark aus. Aber werden wir es mit Batgirl schaffen? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Einfach da drauf tippen und dann geht's schon weiter. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Einfach auf das Katzensymbol links klicken und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Familie. Na dann, bleibt katztastisch!